So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben ein weiteres WrestleCrate UK Unboxing vor für die Wrestling-Fans natürlich. Und das ist alles so gut durchdacht, ne? Bei dem Adventskalender, jeden Tag, wenn ich jetzt ein Türchen aufmache, habe ich diesen Undertaker-Pullover an. Was ja Wrestling ist, aber es ist ein Weihnachtspullover und da ist so Weihnachtsmusik in dem Video und das muss ich immer jetzt extra für das Video anziehen. Mal gucken, ob ich irgendwann vergesse, den anzuziehen. Und für den WrestleCrate UK habe ich mir gedacht, ziehe ich jetzt immer das T-Shirt an aus der letzten Box. Dieses T-Shirt hier, Extreme, ja, das gab es in der letzten WrestleCrate UK Box. Und das T-Shirt von dieser Box werde ich dann im nächsten Monat anziehen, bei der WrestleCrate UK Box. Nein, ich werde nicht gesponsert. Nein, das soll keine Werbung sein. Ich möchte einfach nur zeigen, wie ich das mache, ja. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich 2 Boxen schon bekommen habe, weil genau in diesen WrestleCrate UK Boxen habe ich Shenayas Sachen verstaut und Kestos Sachen verstaut und habe denen das Paket geschickt. Sehr cool, wie ich finde. WrestleCrate UK, das ist die Box vom November, die jetzt Anfang Dezember kommt. Das ist immer theoretisch mit den ganzen Monat über gesammelt und am Ende des Monats kriegst du dann die Box für den vergangenen Monat, ja, also nicht wundern. Das ist die WrestleCrate UK Box für November. Jetzt muss ich das nur irgendwie aufmachen. Hier ist wieder Klebestreifen. Adi ist auch am Start. Ach, sonst muss man immer dich zwingen, ja, und jetzt, wenn es um Wrestling geht, da bist du von alleine am Start. Wir machen die jetzt auf. Irgendwie. Gucken, was wir da drin haben diesmal. Ah, ich habe es komplett falsch, warte mal. Das, so muss das sein. Das ist der Deckel und dieser Deckel wird dann geöffnet. Wir haben hier zum einen, was haben wir denn da drin? 2 zum Collecten. Und zwar Bring Back the Fist. Wüsste ich jetzt erstmal nicht, was das ist. Also es ist ein Ansteckpin natürlich. Bring Back the Fist. Vielleicht ist das auf SmackDown bezogen, weil SmackDown hat ja ganz lange im Einmarschbereich diese Faust gehabt und selbst bei dem Wrestling-Spielen konnte man im Spiel auf diese Faust hochklettern und von dort runterspringen auf die Gegner. Das fand ich auf jeden Fall immer richtig cool. Jetzt gibt es 2 Stück und zwar gibt es das Original und die Chase Edition, also Silber oder Gold. Mit diesen Ansteckern habe ich bisher noch nie was gemacht. Ich habe mir noch keinen angesteckt, aber es gibt ja Leute, die zimmern ihren ganzen Rucksack damit zu. Vielleicht werde ich diese ganzen Anstecker einfach mal sammeln und irgendwann in einer großen Wrestling-Verlosung verlosen. Ja? Was ist denn schon wieder da oben? Ja, Adi, das ist ein Anstecker. Guck, einmal dran riechen, kann ich dir hier reinpacken. Dann haben wir als nächstes, ne, eine DVD. Diamond Dallas Page. Diamond Dallas Page. Shoot Interview. WrestleCrate exklusiv Cover. Wenn ihr Diamond Dallas Page kennt, also DDP von der WCW, der dann auch bei der WWF angetreten ist, der mit seinem Yoga-Programm jetzt sehr. Adi macht auch Wrestling. Der mit seinem Yoga-Programm sehr erfolgreich unterwegs ist, ne? Werdet ihr kennen, diese Shoot-Interviews, ich habe mir bisher noch keins angeguckt. Bisher liegt alles aus den WrestleCrate UK Boxen bei mir im Schrank. Die T-Shirts habe ich jetzt mal angezogen. Ich freue mich auf die Kevin Owens DVD, die mal zu gucken. Da erfährst du einfach für richtig eingefleischte Wrestling-Fans, dass die mehr von der Materie mitkriegen und einfach mal die Meinungen und sonst was und hin und her. Ich weiß nicht, das sind, denke ich mal, keine Kämpfe drauf, sondern wirklich halt einfach nur Interview, alles, es wird geredet über alles Mögliche, über die Zeit, was nicht heißt, dass es nicht interessant sein darf. Dann, Hammer, das ist das Highlight dann, das müssen wir am Ende zeigen. Wieder natürlich hier einen Monat, wo man kostenlos auf diversen Streaming-Plattformen hier, can enjoy 1 month of Uber Elite Network on Demand. Claim yours. Also, kannst du einen Monat lang hier
diverse Wrestling-Veranstaltungen kostenlos streamen, dir angucken, dir reinziehen. Das ist ja immer dabei. Dann haben wir hier natürlich noch eine Autogrammkarte, die darf ja eigentlich auch nicht fehlen. Sieht auf jeden Fall wieder mal hammermäßig aus. Hier ist die Unterschrift in Gold. Hier ist der Typ in Schwarz-Weiß. Außenrum ist es noch rot. Und ich habe wieder mal keine Ahnung, wer das ist. Wenn ihr wisst, wer das ist, dann schreibt es mal in die Kommentare. Der Hannes kennt sich immer gut aus. Der Hannes hat bisher immer geholfen, wenn ich nicht wusste, wer was ist. Ist vielleicht einer aus dem NXT-Bereich. Vielleicht ist es auch einer von ganz woanders. Wie gesagt, hier geht es halt nicht nur um WWE. Hier geht es um alles. Ja? Auch um AEW, auch um TNA im Indie-Bereich. Alles Mögliche ist darin, aber wir wissen ja mittlerweile, das ist die kleine Box und es ist eigentlich so gut wie immer eine Autogrammkarte drin, eine DVD und ein T-Shirt, worauf ich mich immer am meisten freue, auf das T-Shirt. Und diesmal halt als Goodie auch dieser Pin, zum Anpinnen hin oder her, sonst was. Da ist auch immer hier dieses Buch dabei, was euch zeigt, nochmal die Inhalte, wo die Unterschiede auch gezeigt werden. Von der Mini-Box und von der großen Box. Jetzt möchten wir hier das T-Shirt auch mal auspacken. Das wurde nämlich schon gespoilert, dass dieses Mal ein T-Shirt dabei ist vom Malakai Black. Ne? Guckt euch das mal an. Sieht das nicht heftig aus, oder? Guckt euch dieses T-Shirt an. Erinnert ein bisschen an Donnie Darko, wenn ihr den Film kennt. Erinnert ein bisschen an Triple H, King of Kings. Ja, da kam ja auch mal hier so richtig reingesteppt bei der WrestleMania. Und das ist hier Black Mass, ne? Das ist eben vom Aleister Black aus der WWE. Der wurde jetzt erst vor kurzem entlassen, ist dann zur AEW gewechselt, ist da jetzt unter Aleister Black. Mordecai Black? Der ist auf jeden Fall jetzt bei der AEW unterwegs, ist noch düsterer, noch brutaler als je zuvor. Das ist also das T-Shirt, was ich nächste Folge trage. Und wir dann wieder gucken, was in der nächsten Folge dabei ist. Und jetzt wollen wir hier nochmal in das Inside, die Itemlist, ne, reingucken. Ihr seht ja auch nochmal ein Bild. Sieht auch richtig cool aus. Selbst dieses Heft könntet ihr euch einfach an die Wand hängen. Und dann sieht das immer noch heftig aus. Das ist die Itemliste, was überall jetzt dabei war diesen Monat. Malakai Black Exclusive T-Shirt haben wir dabei. Axel Tischer, Handsigned Artwork. Das heißt, wir wissen sogar, wenn wir gar nicht wissen, was es ist, wissen wir es, wenn wir hier reingucken. Axel Tischer, das ist also Axel Tischer, ja? Steht auch immer dabei. Axel the X-Man Tischer. Der ist von der WXW, Unified World Wrestling Champion und Head Success in WWE, als er als Alexander Wolf angetreten ist. Wolf was a member of two groups during his time in WWE, Imperium and Sanity, winning the NXT Tag Team Championships in the process. Ja, dann habt ihr hier die DDP Shoot Interview DVD, Robbie Eagles Exclusive T-Shirt, das haben wir nicht, weil das ist in der großen Box drin. Bring Back the SmackDown Fist Label Pin, also hier steht auch SD SmackDown dabei, das ist auch dabei. Stu Weiser Can Sleeve haben wir auch nicht. Months of Uber on the Manhammer und Inside the Ropes Issue 15 haben wir auch nicht. Aber, das heißt, mit der großen Box hätte ich sogar jetzt noch ein zweites T-Shirt bekommen. Ihr seht hier dann wieder, Leute. Verdammt, ich habe das falsche T-Shirt an. Stimmt. Beim letzten Mal gab es ja das T-Shirt hier mit Dawn of the Deathmatch. Ne? Das hätte ich eigentlich anziehen können. Und immer wenn ihr sowas habt, könnt ihr natürlich auch Fotos von euch machen, wie ihr die Sachen dann tragt aus der Box und könnt das da hinschicken oder könnt das in den sozialen Medien posten. Also Twitter, Facebook, sonst was. Und wenn ihr Glück habt, landet ihr sogar in diesem Heft mit eurem T-Shirt an. Und hier ist auch schon das Dezember-Crate von den Good Brothers Exclusively T-Shirt hier. Die Good Brothers haben da ein T-Shirt reingepackt. Und ansonsten, have a great Christmas.
ist auch immer Werbung noch dabei, was man sonst noch hier hat. Ne? Wer das noch nicht hat, wer das aber gerne mal haben möchte, müsst ihr auf WrestleCrate UK, könnt euch da einfach was suchen. Ne? Da könnt ihr die große oder die kleine Box nehmen, könnt ihr fürs ganze Jahr schon bezahlen und kriegt die monatlich dann immer zugeschickt. Ne? Ist ein bisschen teuer, weil das dann immer von Großbritannien hier rüber geschickt wird, aber ich freue mich jedes Mal wieder wie ein Schnitzel darauf, wenn ich das auspacken kann und gucken kann, was da drin ist. Das kleine komische Zeug, was hier dabei ist, damit kann ich an sich nichts anfangen, aber ich feiere die T-Shirts, ja. Ich feiere die DVDs, ich feiere die Autogramme und ich bezahle sozusagen für die Box eigentlich 11 Euro. Plus dann den Versand, und wenn ich sehe, dass ich ein T-Shirt habe, ja schon meistens einen Wert von 25 Euro, plus eine DVD und alles andere dazu, finde ich also genial. Packe ich jetzt wieder hier rein. Jetzt habe ich endlich wieder eine WrestleCrate UK Box, weil die anderen zwei habe ich ja weggeschickt, ne? Aber mit anderem Inhalt. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Seid ihr Wrestling-Fans? Schreibt's mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.